Wurzeln in R. Nehmen wir zuerst einige Beispiele. Die Quadratwurzel aus 16 ist 4, weil 4 im Quadrat 16 ergibt und weil 4 positiv ist. Diese Bedingung müssen wir hinzufügen, denn minus 4 im Quadrat ergibt auch 16. Wir verlangen aber von einer Quadratwurzel, positiv zu sein. Genau wie bei der vierten Wurzel aus 81. Die vierte Wurzel aus 81 macht 3, weil 3 hoch 4 den Radikanten 81 ergibt. Und weil die 3 positiv ist. Minus 3 hoch 4 ergibt nämlich auch 81. Bei einer Kubikwurzel sieht das etwas anders aus. Die Kubikwurzel aus 27 ist 3, weil 3 hoch 3 27 ergibt. Die Bedingung, dass die Zahl positiv sein muss, die entfällt hier, wenn das Wurzelindex ungerade ist, denn minus 3 hoch 3 ergibt ja minus 27 und nicht 27. Genau dasselbe bei der fünften Wurzel aus 32. Die fünfte Wurzel aus 32, das ist 2, weil 2 hoch 5 32 ergibt. Punkt. Wir müssen hier nicht betonen, dass die Antwort positiv sein muss, denn minus 2 hoch 5 ergibt ja minus 32. In dem Falle hier und in dem Fall muss der Radikant positiv sein, denn egal welche reelle Zahl hoch eine gerade Zahl ergibt eine positive Zahl. Wenn das Wurzelindex wie hier 3, 5 ungerade ist, dann darf der Radikant sogar negativ sein, wie hier. Die Kubikwurzel aus minus 8, das ist minus 2, weil minus 2 hoch 3 minus 8 ergibt. Oder auch die fünfte Wurzel aus minus 32, das macht minus 2, weil minus 2 hoch 5 minus 32 ergibt. Um jetzt die Wurzel allgemein zu definieren, müssen wir also unter zwei Fälle unterscheiden. Entweder das Wurzelindex ist gerade, wie da, oder das Wurzelindex ist ungerade, wie da. Im ersten Falle, wenn das Wurzelindex gerade ist, das heißt hier, wir nehmen eine natürliche Zahl n und multiplizieren die mit 2, so sind wir sicher, dass das Ergebnis gerade ist. Also ist 2n die allgemeine Form, um eine gerade Zahl zu beschreiben. Wenn das Wurzelindex gerade ist, wie da 2n oder wie da 2, die kein Mensch schreibt, dann muss der Radikant eine positive Zahl sein. Also beginnen wir die Definition mit: Für egal welche reelle positive Zahl a und für egal welche natürliche Zahl n, aber verschieden von 0, gilt, die Quadratwurzel aus a ist b, dann und genau dann, wenn b Quadrat a ist und wenn b positiv ist. Das gehört zur Definition. Die 2nte Wurzel aus a ist b, dann und genau dann, wenn b hoch 2n a ist und wenn die Antwort positiv ist. Diese Bedingung entfällt, wenn das Wurzelindex ungerade ist. Und auch die Bedingung, dass der Radikant positiv sein muss, entfällt hier. Er darf ja in dem Fall auch negativ sein. Also sagen wir, für egal welche reelle Zahl a und für egal welche natürliche Zahl n, aber verschieden von 0, gilt, die Kubikwurzel aus a ist b, dann und genau dann, wenn b hoch 3 a ergibt. Und die 2n plus 1 Wurzel aus a ist b, dann und genau dann, wenn b hoch 2n plus 1 a ergibt. Wir wissen, dass 2n die allgemeine Form ist, um eine gerade Zahl zu beschreiben. Und wenn man zu einer geraden Zahl 1 addiert, dann sind wir sicher, dass das Ergebnis ungerade ist. 2n plus 1 ist also die allgemeine Art, eine ungerade natürliche Zahl zu beschreiben. Die Eigenschaften der Wurzeln in R sind evident.
Denn die Ämterwurzeln aus dem Produkt, das ist das Produkt der zwei Ämterwurzeln, diese Formel ist gültig, dann und genau dann, wenn die Zahl links hoch m dasselbe ergibt wie die Zahl rechts hoch m. Und das ist offensichtlich. Die Zahl links hoch m ergibt a mal b und die Zahl rechts hoch m ergibt auch a mal b. Genau dasselbe gilt für Ämterwurzel eines Bruches. Das ist der Bruch der Ämterwurzeln. Natürlich mit den notwendigen Bedingungen, dass b nicht 0 sein darf. Wenn m hier gerade ist, dann muss a mal b positiv sein. Dann müssen sogar a und b positiv sein, wegen dem rechten Teil der Formel. So, wie geht man aber jetzt vor, um kompliziertere Wurzeln zu berechnen, zum Beispiel die Kubikwurzel aus 216 oder auch die fünfte Wurzel aus 2048? Wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat und erkennt diese Kubikwurzel und diese fünfte Wurzel nicht, dann kann man mit Primfaktorenzerlegung vorgehen. Machen wir das mal schnell für beide Beispiele. Wir schreiben 216, senkrechter Strich, beginnen mit der ersten Primzahl, die 2. 216 ist teilbar durch 2, also teilen wir. Das nochmal teilbar durch 2, wir teilen weiter und weiter durch 2, bis es nicht mehr durch 2 geht, dann versuchen wir die 3. 3 geht, also machen wir weiter mit 3. 9 geteilt durch 3 macht 3 und 3 geteilt durch 3 macht 1. Wir sind hier angelangt bei der 1, was also heißt, die Zahl 216, das ist 2 hoch 3 mal 3 hoch 3. So. Also ist die Kubikwurzel von 216 die Kubikwurzel von diesem Produkt und die Kubikwurzel von einem Produkt ist das Produkt der einzelnen Kubikwurzeln. Also ist das die Kubikwurzel von 2 hoch 3, das heißt 2, mal die Kubikwurzel von 3 hoch 3, das heißt 3. Die Antwort ist also 2 mal 3, das heißt 6. Man kann schön überprüfen, 6 hoch 3 ergibt effektiv 216. Bei der fünften Wurzel aus 2048 machen wir genau dasselbe. So, Primfaktorenzerlegung, wir legen los. Ich klicke nur, weil es ja nicht viel zu erklären gibt. Und so, die Zahl 2048 ergibt also 2 hoch jede Menge Faktoren, es ist 2 hoch 11. Davon suchen wir die fünfte Wurzel, also zerlegen wir 2 hoch 11 in 2 hoch 10 mal 2 und können daraus sofort schlussfolgern, dass die fünfte Wurzel aus 2048 die fünfte Wurzel aus 2 hoch 10, das heißt 2 hoch 2, also 4 beträgt, mal dieser Faktor fünfte Wurzel von 2, weil die 2 eben unter dieser Wurzel bleibt. Die können wir so nicht ausrechnen. Selbstverständlich kann man das auch mit Taschenrechner bearbeiten. Um Quadratwurzeln zu berechnen, brauchen wir diese Taste, zum Beispiel Tipp, Quadratwurzel aus Tipp, Tipp 16, ergibt selbstverständlich 4. Die Quadratwurzel aus 8 ergibt keine natürliche Zahl. 8 ist nicht das Quadrat einer natürlichen Zahl. Aber die 8 kann man zerlegen in 4 mal 2. Also ist Wurzel 8 die Wurzel aus 4 mal die Wurzel aus 2. Das heißt 2 Wurzel 2. Diese Zahl gibt der Taschenrechner effektiv in diese wissenschaftliche Schreibweise an. Möchte man jetzt den Dezimalwert dieser Zahl abrufen, so benutzt man diese Taste hier, S wie Science für Wissenschaft, wissenschaftliche Schreibweise, und D für Dezimalschreibweise. Also tippen wir auf diese Taste, Tipp, und erhalten so den Dezimalwert von Wurzel 8. Um zurückzukehren zur wissenschaftlichen Schreibweise, benutzen wir wieder diese Taste. Bei Kubikwurzeln brauchen wir
diese gelbe Funktion. Also Shift, gelbe Funktion für Kubikwurzeln. Die Kubikwurzel aus 216, das haben wir eben mit Primfaktorenzerlegung berechnet und wir hatten 6 gefunden. Und selbstverständlich findet der Taschenrechner auch 6. Bei komplizierteren Wurzeln gebrauchen wir diese Funktion, diese gelbe Funktion. Schauen wir mal, Shift, gelbe Funktion. Im Display erscheint jetzt dieses Symbol. Da oben geben wir zum Beispiel eine 5 als Wurzelindex ein. Mit den Kursortasten fahren wir einmal nach rechts und sind so im Radikanten. Geben wir mal die Zahl 2048 ein. Denn eben haben wir per Primfaktorenzerlegung für 2048 gefunden, fünfte Wurzel aus 2048 ergibt 4 mal fünfte Wurzel aus 2. Diese wissenschaftliche Schreibweise gibt der Taschenrechner leider nicht an, er gibt nur den Dezimalwert an. Auch mit dieser Taste hier bewerten wir nichts, es bleibt nur der Dezimalwert und nicht diese wissenschaftliche Schreibweise. Eigentlich schade.